Mal sehen, wie das genau wird mit dem Brexit. Am 23. Juni ist die Abstimmung. Im Moment führen ja in Großbritannien in den Umfragen die Europa-Befürworter ganz knapp. Die führen. Das müssen wir dringend ändern, sagt Lutz van der Horst. Ich bin hier auf einer Veranstaltung von Engländern, die in Deutschland leben. Und nach dem Brexit heißt es für die natürlich Cheerio. Und das muss denen jetzt mal jemand schon beibringen. Wenn sie dann letztendlich doch weg müssen aus Deutschland, ich suche gerade eine Wohnung, ich mach's kurz, könnten Sie mir die dann vermieten? Haben Sie eine Wohnung frei? Vielleicht ab dann? Wo ist die? Wie teuer ist die? Hier in... Ich wohne jetzt mit meinen Freunden. So. Ja, wie sieht die aus? you are married to him? Or? Nee. Freundin. Okay. Ja, Freundin. Okay. Aber wenn sie jetzt gehen müsste wegen dem Brexit, würden Sie sie heiraten? Damit sie bleiben kann? Muss man ja schauen, vielleicht. Wer die Chance für einen Heiratsantrag ist, auch für uns immer schön, sehr medienwirksam. In die Kamera und bitte. Nee, das ist. Wir legen schöne Musik. Das glaube ich noch nicht. Nee. Lass mal schauen. Wurde nicht abgestimmt. Ja, Mist. Die wollen ja alle hier bleiben. Da muss ich halt nach England und da Überzeugungsarbeit leisten. Aber das Essen nehmen wir von hier mit, ne? So, jetzt bin ich in London und natürlich gibt es hier auch eine große Bewegung für den Verbleib in der EU. Und diese Bewegung, die findet hier gerade statt. Da ist die Bewegung. Hello, you are the movement for the EU? Yes, we are. We're really that Britain is stronger inside the EU. You're not that many people here? We're about half a dozen today. Also sechs. Doch sechs Leute. Yes. Thank you for taking interest. And as I understand, you support us. No. No. We don't support you. No, we are the anti-movement. I'm anti-movement. Krauts for Brexit. Krauts for Brexit. Means we want you to get out. Aha, okay. Oh, you are? Yes. Oh, you are? Yes. Oh, I see. Why, you would like to see Britain leave. Do you think that will have an influence on what Germany does? It's just because, you know, we want to stay number one. And I think it's better for us. That's all, actually. What do you mean, stay number one? Yeah, because we want to be the strongest country in Europe. That's the point. And that's your argument? That's all, yeah. Bisher war England eine einzige Enttäuschung, aber es gibt noch Hoffnung. Hinter mir ist eine Versammlung für den Brexit. Und da schließe ich mich doch gerne an. Make Britain great again. We're on the same side. Yeah. Krauts for Brexit. Krauts for Brexit. That's brilliant. Danke. Give me a hug. Okay. Give me a hug. Excellent. Hey. I'm going to be on German TV, am I? Yeah. Excellent. We're going to leave the EU. Yeah, we want you to get out. Yeah, so do we. But you know, after the Brexit, you cannot join the European Football Championship anymore. That's nonsense. That's the rule. Sorry. That's the rule. No. Then it's over. No. You have to decide football or EU. We have lots of EC citizens living here, and I spoke to a German guy, and he was AfD, which is like our UKIP. And he was saying, you've got to leave the EU, but unfortunately... Yeah, but AfD is the idiot party of Germany. Yeah, but they want to leave the EU. Yeah, but they are idiots. Well, maybe they're idiots, yeah, but they have... There's lots of idiots who are going to vote for leave too. Dear Englishman, this is the German European Empire speaking. You have 10 minutes to leave our European Reich. Now!